Guten Tag, meine lieben Leute. Hier ist der Gusor wieder und der Max ist auch am Start. Der hat es zu heute auch noch geschafft. Und wir wollen wieder gegeneinander fighten. Er hat seinen zweiten Account dabei mit Level 7, richtig? Genau, der ist jetzt frisch auf Level 7. Und da ist es so, ich als Level 8er habe ja im Normalfall nur absolut gar keinen blassen Schimmer gegen ihn oder keine Chance, wie man es auch nennen will. Und deswegen denke ich mal, ist das mit einem Level Unterschied, denke ich mal, gerecht, aber ich werde trotzdem noch ordentlich kassieren. Ich würde mal sagen, hauen wir mal ein Testspiel raus, oder? Mal sehen, wie das funktioniert. Letztes Mal hatten wir einen schönen Packer-Fight da drin. Ne? Ja, hör auf, Alter, hör auf. Ich habe so aufs Maul bekommen. Ging gar nicht. Mal sehen, ob das funktioniert. Na? Oh! Oh! Du hast mit Level 7... Ach so, ja klar, weil du schon von der Arena so hoch bist. Genau, ja, ich bin ja jetzt... Weil ich gucke... Level 6 halt noch wie? Auf 2000 Pokale gekommen. Dann kommst du ja in die 6er Arena. Nee, sorry, 7er. Läuft auf jeden Fall ziemlich gut bei dir. Und guck mal, halt dein Magier. Mein Magier. Ah, okay, ich sehe gerade, also der Golem ist, dem ist das total egal. Ich meine, der Riese lässt sich ja noch halbwegs abbremsen durch die Skelette. Aber bei dem Golem, dem ist es ja scheißegal. Ist halt schwierig, jetzt seinen Riesen abzuwehren. Vor allem, weil er ein Level höher ist halt. Ah, kacke, ja, Feuergeister reißen gegen die Luckys sind die so geil. Echt. Ich habe auch eine kurze Zeit lang den Ofen gespielt, muss aber sagen, das Gelbe vom Ei war es für mich nicht so wirklich. Aber wie gesagt, ich schiebe das immer dann auf mein Nicht-Können, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht auf die Truppe selbst. Ich finde es auch gut, dass sie hier den Golem so geändert haben mit den Kristallen hinten. Ja, das sieht auf jeden Fall, nice aus. Einiges besser aus. Jetzt aber mal meine Frage an dich. Warum gibt es bei CR keine Heilerin? Jetzt mal ohne Scheiß, warum? Ja, ich meine, das Game ist ja jetzt noch... Ja, es ist noch ganz frisch. Klar, logisch, gar kein Ding. Ach, er nimmt einfach mal ein Gift. Der alte Sack. Schönes Ding, Alter. Und ich sitze da, Alter, mit offenem Haar. Ohne Gisela. Du siehst halt, wie krass der Level 6er Riese ist. Ne? Ja, schon, ja, klar. Hast du auf jeden Fall recht. Aber ich meine, mit dem Golem machst du mich halt auch ziemlich gut nackig. Ah, ich meine, du hältst mich trotzdem gut in Schach, auf jeden Fall. Also jetzt hoffe ich... Ah, jetzt ist mein Riese aber auch gleich wieder down. Die Krepelkiste. Und einen Nachteil habe ich auf jeden Fall... Was heißt Nachteil? Aber eine Sache habe ich auf jeden Fall, die sonst immer anders war. Ich habe... Ich habe kein Koboldfass mehr. Das habe ich ja wirklich aus meiner... aus meinem Deck in Verband, hört sich jetzt ein bisschen krass an. Aber habe ich nicht mehr drin. Und ich gehe nochmal auf Ansehen. Dann sehe ich nämlich halt ja auch... Okay, ja klar, also Golem hast du am Start. Und dann die Feuergeister, klar. Ich hatte halt nichts, um wirklich deine Hexe mit dem Riesen zu verteidigen. Alleine schon, weil der Golem halt relativ viel Elix braucht, ganz klar. Also da ist es da eventuell nicht noch cleverer, in Verbindung mit einem Sammler, also mit einem Elix-Sammler zu arbeiten? Das stimmt schon, also ich würde den Golem sowieso meistens mit Sammler spielen. Ja. Weil es einfach sonst zu lange dauert. Ja. Und in Overtime kannst du dann richtig gut den Push aufbauen. Nur mit meinen Truppen, ich wollte ihn Zeit mal reinnehmen. Natürlich, dass man einfach mal sieht, was geht, wo der Frosch die Locken hat, auf jeden Fall. Und was natürlich, denke ich, auch richtig krass wäre, wie du es halt sagst, in der Overtime, wenn du den die ganze Zeit gar nicht spielst und dann auf einmal in der Overtime rausholst. Ja. Ich sag mal, da guckt der Gegner ja wie ein Eichhörnchen. So. Das ist schon nicht schlecht. Der erste Tag. Und wie gesagt, man darf halt wirklich nicht vergessen, der Golem war halt in Anführungsstrichen auch nur auf 1. Und deine anderen Truppen sind halt, hast du vollkommen recht, mir schon unterlegen. Das ist schon richtig. Also es ist jetzt nicht so, boah, Alter, der Guso hat ja übelst abgerockt und hat den Max da total platt gemacht. Ist halt wirklich so. Ich meine, du hast ganz andere Truppen als ich, ganz klar. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich trotzdem so ein bisschen, klar.
So, ich vertraue dir soweit. Ich lasse einfach die Bildschirmübertragung an, auch wenn wir im nächsten Fight sind. Aber jetzt scheint BlueStacks gerade so. Ah, jetzt. So, hast du jetzt ein anderes Deck oder willst du? Ja, ich guck gerade mal, ob ich hier was zusammen. Ich würde ansonsten nämlich auch noch was gegen dich ausprobieren wollen, weil ich habe von einem Gegner übelst auf den, also richtig übelst auf den Sack bekommen. Also das war wirklich so eine Aktion. Ja, er baut auf und zack, ist durch. Also wirklich so ein Ding in einer, ich sag jetzt mal, in einer halben Minute richtig hart aufs Maul bekommen und gleich 3 Kronen. Ich dachte, schade, das Deck kopierst du dir einfach mal und hab damit aber oben auch verkackt. Also ich war ja, ich guck grad mal, ich war heute auf 1874, immerhin, yay, und bin natürlich dann wieder runtergeflogen, aber das stört mich nicht, alles cool, bloß ich erwische mich immer wieder dabei, dass wenn man einmal verloren hat, dass man aus Frust einfach nochmal spielt. Kennst du das? Ja. Klar kennst du das, das kennt jeder CR-Spieler. Und dann ja, hast du 3 Mal auf hintereinander verloren. Genau, genau. Und dann bam, 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 bam. Ja, schade. 100 Pokis weg. Ganz genau. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Dann lass uns noch mal kurz ein Testspiel ziehen und los geht's. Ich bin richtig gespannt. Du hast jetzt ein geändert, oder? Ich habe jetzt ein geändertes Deck und ich kenne mich mit dem Deck nicht aus. Ist die nächste Sache. Okay. Ey, ich hab schon Angst vorm Sammler. Nein, ich hab keinen Golem drin. Nee, das glaube ich dir. Das glaube ich dir, weil du würdest das nicht zweimal spielen wollen hintereinander. Oh, bist du ein alter Arsch. Sorry für die Kraftausdrücke. Alter, wie er einfach mal Hardcore-Gift verwendet, ey. Schäm dich. Ja, genau, und jetzt schieb doch die Walküre noch direkt in meinen Turm rein. Das ist mega geil, wenn diese. Ja, genau. Ne, ist der Tower weg. Zumal die Walküre sonst so lahm ist. Und dann bam. So, jetzt wird's wieder interessant. Ah. Nein, die Skelette. Ja, die sind gar nicht so verkehrt manchmal. Ach, jetzt habe ich die Skelette falsch gesetzt. Das war ein Fehler. Trotzdem ist der King, der Giant der gleich Riese, weg. Ne? Aber der Magier macht jetzt auch egal. Ja, je nachdem, was du noch bringst hier. Ja, da bringe ich nichts mehr. Scheiße, 2 Elixier-Sammler. Ja, oh, endlich mal ein Wut richtig gebracht. So, jetzt haben wir... Alter, du ein Gift. Na gut, dass ich da nicht vorher was gedroppt habe. Ein Hock. Jo, der Hock ist weg, aber die Musketierin ist natürlich auch mega. Also wenn man die halt einfach sagt, naja, ist ja egal, dann kriegt man halt so übel von ihr auf die 12. Das stimmt, ja. Aber die Valkyrie ist halt schon krass genug. Ah, ich weiß nicht, ob es da noch einen Hit gab. Scheiße. Ah, Mist. Jetzt bin ich natürlich richtig hardcore im Zugzwang. Ich probiere... Ah, Mist. Du mit deiner Kanone, Alter. Du mit deiner Kanone. Ja, das ist mit dem Abwehren. Da muss ich auch mal gucken, ob ich mal mit so einen Dev-Strategien anfange. Du gewinnst halt viele Sachen auf deiner Seite mit dem Bonus, sag ich mal, von deinem Tower. Also der Tower macht so einen krassen Unterschied. Ja. Und tja, da sieht man halt nur wenn man das Deck ändert, schon hast du ein komplett anderes Ergebnis. Das ist eigentlich das Schöne an Clash Royale. Nein, natürlich. Jetzt würde ich dich bitten, erstens, ich spende hier nochmal kurz. Und jetzt würde ich dich bitten, ich tausche jetzt nochmal mein Deck in das vorherige. Ja. Und wir machen das gleiche nochmal. Das war einfach nochmal. Ich behalte das jetzt genau. Gerade. Okay. Genau. Und los geht's. Einfach wirklich, dass man dann nochmal sieht, die Konstellation. Wahrscheinlich fehlen mir auch als, ich sag mal, ich bin ja im Prinzip Level 7 mit ein paar 100 XP.
Also eigentlich noch Level 6. Also effektiv noch Level 6, ja. Hm. Und ich bin kein richtiges Level 7, sagen wir es mal so. Und sagt der, der einen Golem hat. Ja. Oh, es gibt's nicht. Nein, bitte nicht. Alter, alles, aber bitte nicht so. Oh, Glück gehabt, dass die Lakaien draußen geblieben sind. Ja, bis jetzt habe ich natürlich auch verkackelt, weil du halt meinen Riese gleich platt machst. Ja, und dann ist natürlich auch ein bisschen daneben. Ah, ist schon krass, was der Magier bringt, oder? Ja. Also gegen diese Low Tower, ich meine, ich habe ja noch ein bisschen weniger Lebenspunkte als du. Aber nicht viel, irgendwie 200 nicht, oder nicht 250. Viel, nicht so viel wie beim letzten Mal. Aber nee, das stimmt. Ist schon krass. Auch der Unterschied zum Beispiel von Level, was war das, Level 9 auf Level 10 ist auch richtig krass. Auch ein Musketier ist der Damage-Output von einem Musketier an einem Tower alleine, wenn du den nicht verteidigst, ist auch ja schon enorm. Oh, so, jetzt gucken wir mal, weil du ja gerade gesagt hast, von wegen nicht verteidigen. Ist ja nicht so, dass wir dir nicht zuhören. Und da hat er noch eine Walküre am Start. Aber die Walküre, die könnte meinen Lakaien zum Opfer fallen. Und dann hat er noch die Skelette. Das gibt's nicht. Ah, jetzt gehen deine Lakaien noch drauf. Ja, aber immerhin schon mal sind die Sammler kaputt gegangen. Immerhin, das ist ja auch schon mal was. So, schauen wir mal. Der Gift ist echt nervig, ne? Ja, nee. Wie kommst du da drauf, dass der Gift nervig sein könnte? Ja, da wäre natürlich auch eine coole Kombination, eine Gegenkombination, wäre natürlich auch eine ganz nette Wut von meiner Seite aus, weißt du? Dass man halt den Gift von der Geschwindigkeit her den Gar ausmacht und halt sagt, gut, okay, komm, dann halt... Ja, ja, genau. Ja, das ist auch eine Option, die man machen kann. Ich hasse deine Kanone. Weil klar, ich gehe das Einzige, was womit ich halt nach vorne gehe, ist halt der Riese. Und dann stehe ich da. Alter, krass. No chance, Alter. No chance. Okay. Ich würde mal sagen, das waren ja, zwei Siege für dich, einer für mich. ja, dann sehen wir beim nächsten Mal hoffentlich auch wieder richtig coole Sachen. Wir nehmen auf jeden Fall nochmal eine Folge auf, aber das seht ihr dann beim nächsten Mal. Wir wünschen euch was und dann seht ihr natürlich den anderen Bereich, natürlich logischerweise bei Max, also wird genau, dann auch wieder verlinkt. Ganz genau. Haut rein, bis alles dann. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao.